Hallo, liebe Freunde, hier sind wir zum Spiel Hannover 96 gegen den Hamburger SV. Und ja, es soll jetzt losgehen. Die Hannoveraner sollen wir wegklatschen. Und ich hoffe, dass wir es auch hinkriegen. Wenn nicht, werde ich Amok laufen im Team. Kann doch nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie die letzten Spiele gelaufen sind. Ich habe irgendwie gerade im Hinterkopf, es lief nicht gut. Und aber vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an die letzten Spiele absolut nicht mehr erinnern. Los, weiter! Ja, wir wollen erstmal schauen, was wir hier aus dem Spiel rausholen können. Ich habe das Bedürfnis, jetzt hier mal wieder einen Sieg rauszuholen. Da ist doch gar nichts gewesen. Wir sind links, rechts an ihnen vorbei und haben den Ball mitgenommen. Super. Gut, gut. Boing! Drin ist das Ding. Einfach mal ein bisschen Ego spielen hier, ha? Ha? Da dreht der Otalo erstmal komplett durch. Durch? Spielt Gitarre und zerstört sie damit, ne? Da sehen wir es nochmal. Sehr gut, sehr gut. War ein bisschen ätzend. Da wollte ich eigentlich schon längst reindrehen. Ging aber gar nicht so gut. Und dann bomm. Ich wollte da schon eher rein, aber irgendwie klappt es nicht. War einfach zu steif mit meinen Dribbelbewegungen. Und dann ein Schuss. Da dachte der Torwart wahrscheinlich noch, dass der Verteidiger dafür sucht hinzugehen. Er ist dann am Ende doch noch gesprungen, aber ein Tick zu spät. Und ja, deswegen haben wir jetzt die Führung. 1:0 nach 6 Minuten. Jetzt sind wir wieder am Ball. Weiterlaufen. Schön weiterlaufen, Ball rein. Und wie üblich ist der Ball an der Seite im Aus. Nee. Abdelau. So, jetzt sind wir hier hinten. Ich bin der fünfte Mann in der Verteidigung. Versuch mal einen hier zu decken. Geht er nicht ran an den Ball? Super. Schön. Ich glaube, wir spielen heute mit der zweiten Mannschaft, habe ich ein bisschen das Gefühl. Zumindest als ich die Namen versucht habe zu lesen. Gut. Ah, ich war immer unschlüssig, ja, und sie regen sich da unten auf. Hätte ich irgendwann abgeben können? Nee, standen alle irgendwie. Ja, nee, die haben sich gar nicht richtig angeboten. Schwierig, da den Ball reinzugeben. Oh, gibt's wieder Einwurf für uns? Ja, für uns. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Ball kriegen. Ah. Ich hätte gehofft, dass ich jetzt hier so einen Dropschuss oder irgendwie sowas mache. So aus der Luft. So. Aber das war nicht so. Oh, ich dachte, da dreht sich jetzt noch rein. Ah, super zusammengespielt. Das war ein schönes Zusammenspiel. Da sehen wir es. Zack, nochmal. Zack und pam. Ganz knapp daneben. Da hat der Torwart auch nur hinterher gesehen. 18 Minuten, wir machen richtig gut Druck. Es läuft ganz gut jetzt eigentlich. Noch. Wir wollen nicht den Tag vorm Abend loben, denn oftmals kann sich das Spiel schnell drehen. Wir wissen, wie das beim Fußball ist. Nicht verlieren, ganz genau. Sehr schön. Otaldo kämpft sich dadurch. Das ist unser, das ist unser. Sollte ich daran? Und, ah, Mist, Abstoß. Verdammt, da war ich dann zu hektisch oder zu aufdringlich. Hatte mich einfach angeschossen. Aber bisher wieder nicht der Ball für uns, sondern für die Hannoveraner. Abdelau. Sakai.
Schmiedebach. Leute, ihr müsst schon mitkommen. Hm? Ich weiß nicht, wie ich den hätte annehmen können. Es war nicht schön, die Situation. Oh, da haben wir es gesehen. Diesen Ausweicher, den Dambo gerne macht. Diesen nach rechts, geradeaus und wieder zurück nach links. Sehr schön. Pass. Sehr gut. Aha. Oh, oh, oh. Aufpassen, Ronaldo. Nicht, dass du hier eine Karte kriegst. Wie wir schon mal hatten mit dem fatalen Pass, den ich geschlagen habe oder spielen wollte, der dann als rote Karte endete. Boah! Da ist er weggelaufen. Warum läuft er weg? Warum bleibt er nicht einfach stehen in meiner Richtung? Oder kommt auf mich zu so ein bisschen? Oder? Ah! Wieso ist der Ball so lange in der Luft, dass er schon aufstehen kann und sich den wiederholen? Verdammte Axt. Aber gut zusammengespielt. Sehr gut. Die Jungs spielen ganz okay. Dafür, dass wir hier zum Beispiel nicht mehr Van der Vaart oder so gerade drin haben. Sakai. 37 Minuten sind gespielt. Ah, es gibt Einwurf für uns. Juhu. 38 Minuten sind um. Jetzt weiter. Go, 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 go. Spiel ihn hierher. Foul. Sobiech kriegt die gelbe Karte für ein Foul. Irgendwie habe ich das nicht verstanden so ganz, aber ist okay. Solange wir den Ball kriegen, ist doch alles gut. Und da wussten wir nicht, wie wir spielen sollten. So, jetzt da oben aufpassen. Sehr gut, den hast du. Gut, gut, gut. Wurm dann nach außen. Da verlieren wir den Ball doch wieder. Wurm nicht nach innen. Also, ich hätte vielleicht mal ein bisschen klopfen können mit R2 die ganze Zeit, aber ein bisschen... Bisschen schlecht war das schon. Also, ich stand öfter frei und gesehen haben die mich scheinbar nicht. Oh, schöner Schuss aus der Drehung. Super. Jetzt hier in der Ecke. Ecken bringen uns irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Und da ist die erste Halbzeit vorbei. Wir liegen in Führung. Ihr seht, die oberen Ränge sind komplett leer in Hannover. Das Spiel mag sich keiner ansehen. Oder warum auch immer. Naja, dann müssen wir jetzt hier zweite Halbzeit nochmal einen drauflegen, wa? Also ich möchte unbedingt Man of the Match werden. Ich weiß nicht, wie viele Schuhe es noch gibt. Bezüglich des dritten Slots hatte ich mal was gelesen, dass ich dafür ganz viel online spielen müsste. Freunde! Wie will er aus dem Winkel denn den Ball reinköpfen und auch noch in die andere Richtung gesprungen? Also, das ist ja richtig schwer. Fast unmöglich, um es so auszudrücken. Ja, ich weiß nicht, was da los war. Warum ich nicht passen konnte. Sehr gut, sehr gut. Gut durchgesetzt, gut durchgesetzt. Ah, ich hätte eigentlich gehofft, dass er vielleicht noch versucht, reinzupassen zu mir. Der Torwart lässt abprallen. Ich bin aber leider nicht von der linken Seite gekommen. Sonst hätte ich den da schön reinschmettern können. So, Jungs, dann müsst ihr dranbleiben, 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 dranbleiben. Oh!
Philippe, pass gut auf. Schlau drauf. Ja, das ist nur ein Five-Konzert. Was ist das denn hier für eine Kulisse? Fünf Stunden durchpfeifen, oder wie? Kommt da noch was anderes? Meine Güte, ist hier eine Stimmung in Hannover. Wir brauchen dringend einen Charmpack. Das ist ja richtig ätzend. Okay. Ja, also ich glaube, er wird nicht mehr abspielen. Ja, super, nach 30 Minuten entschließt sich dann doch nochmal zu mir zu passen. Und da, genau da, wo ich nicht stehe. Also. Was ist das für ein Spieler? Was ist das für eine KI? Sehr gut, lauf weiter, go, go, go. Versuch doch. Ich stehe da vor dem Ball, ich kann ihn nicht annehmen. Oh Mann. Ja, es läuft stellenweise echt schleppend. Am Anfang war es noch gut. Mit den Pässen und so weiter. Ja. Okay, Ja, ach. Danke für die Ecke, aber aus der Ecke machen wir sowieso nichts. Der ist viel zu groß für mich. Ja, man kann es natürlich aus 16 Metern probieren mit dem Kopf. Und dann den auf den Boden zu schießen. Mit dem Kopf. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass da nicht noch ein Ball reingeht. Okay. Spielt doch bitte ab. Spielt doch bitte ab. Ne. Also die Lücken müsste man doch eigentlich sehen. Die KI ist aber leider nicht ganz so schlau da. Ich versuche mich hier mit anzubieten. Abseits. Ich wollte auch nicht ihn anspielen. Der andere hat ihn mal durchgelassen direkt. Hier, für dich. Für dich und geradeaus hoch. Lässt ihn durch. Auf den, der im Abseits steht. Natürlich, kluge Entscheidung. Es ist einfach ein sehr schleppendes Spiel und irgendwie mag uns gar nichts gelingen gerade. Super. Jetzt go, go, go. Ja, also das war schon wieder verschwendete Energie. Versucht den Ball irgendwie da noch rüberzubringen, hat leider nicht geklappt. Schade. Stehe hier absolut im Abseits. Aber die Gegner kommen ja schon von alleine. Danke. Es ist einfach ätzend. Stehst du eine Viertelstunde? Ja. Es macht mich einfach so. Es deprimiert mich so, dass es einfach nicht läuft dann am Ende. Und dann will ich den Ball nur ergrätschen und dann laufen die in meine Grätsche rein und dann gleich wieder gelb. In letzter Zeit passiert das jetzt öfter. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich noch gelb-rot, wenn ich noch eine Bewegung mache. Oder wir kriegen noch einen Ausgleich hier. Reingeschossen. So, wo willst du hin? Mann, ey. Spielt doch ein bisschen schneller. Bam! Muss mal einer das selbst machen, nämlich der Otaldo. Total, ich kann mich echt nicht mehr freuen darüber. Sehen wir uns das nochmal an. Also, dass wir hier zusammengespielt haben, der Pass war schon
der war schon Gülle. Er hätte ruhig ein bisschen laufen lassen können, also dass ich sprinten hätte können. Und dann zack, unter die Latte. Passiert jetzt irgendwie öfter, dass man den unter die Latte haut. Gar nicht verkehrt, also warum nicht? Zwei Tore geschossen, damit habe ich uns definitiv den Sieg hier beschert. Aber es lief echt nicht gut. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht 100% die Top-Mannschaft haben gerade, sondern ja, die Ersatzbank läuft gerade eher mit. So, 90 Minuten jetzt. Kommt, jetzt kannst du nochmal abschließen hier das Spiel. Muss doch jetzt nicht mehr laufen. Nachspielzeit. Weg mit der Pille, komm. So, Ende. Endlich, meine Güte, das war ein ätzendes Spiel. Wir haben 2-0 gewonnen. Aber trotzdem, es lief einfach nicht schön. Es war, wie wir auch an den Noten sehen, 6,0, 5,5, 6,5. Unterirdisch, auf beiden Seiten. Und ich hatte jetzt einmal Glück, oder zweimal Glück, dass ich die Tore schießen konnte. Und ich war eher der Mittelstürmer. Weil unsere Mannschaft heute irgendwie nichts reißen wollte. Schauen wir uns die Tabelle an. Dritter Platz mit 41 Punkten. Die Bayern haben Punkte gelassen, weil sie nur unentschieden gespielt haben. Wir haben fast so viele Tore geschossen wie die Bayern. Das ist gut. Differenz plus 17. Meine Güte. Also so ein Spiel mag ich nicht haben. Na, Man of the Match, juhu. Hm. Die sind richtig ätzend. Yeah, Verteidigung ist hochgegangen. Juhu, Explosivkraft auf 98. Zähigkeit und Teamwork ist hoch. Yay. Das ist sehr schön. Kurzpassgeschwindigkeit, Langpassgeschwindigkeit auch. Sehr schön, Reaktionsvermögen auch sehr gut. So, neues Paar Schuhe. Da können wir noch weiter vorspulen. Das nächste, Information. Wieder mal Nationalmannschaft-Nominierung. Ich mal gucken, wann... Auslosung, Wir spielen gegen Palermo. Ja, komm. Okay, 16. Ist Palermo unser nächster Gegner? Zumindest in der Europa-Liga. Davor haben wir noch ein bisschen was zu tun. Drei Spiele stehen nächste Woche an. Ich schätze, davon ist ein Trainingsspiel, was ich hoffentlich nicht mitmachen muss. VfB Stuttgart. Ist heute gesperrt, aber das weißt du sicher schon. Oh. Oh. Ach ja. Oh, okay. Und ich vermute mal... Verloren, natürlich. Ich bin nicht dabei, dann verlieren wir. Und das Gemeine ist ja, ich bin ja gegen Palermo auch nicht dabei. Ach nö. Na, was haben wir jetzt? Okay, er will mich nicht trainieren lassen, das ist super. Ist einfach spitze. Trainingsspiel gewonnen. Ist auch richtig. Nationalmannschaft. Jordanien ist das nächste Spiel. Und darauf freue ich mich, endlich mal wieder mit der deutschen Mannschaft zu spielen. In der Startelf. Yes! Super, 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 super. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Was sagt eigentlich der Joker? Ja, der macht sich gut. Und ich bin sehr gut drauf. Pfeil oben, Podolski im Sturm. Nice. Super. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Spiel gegen Jordanien. Ich freue mich schon richtig drauf. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.